Boah, was ist hier los? Wer weckt mich aus meinem Schönheitsschlaf? Jetzt hat mich Kip mitten in der Nacht angerufen und hat irgendwie was gestottert von wegen, es wäre was ganz Tolles passiert. Oh, hat er endlich einen Follower gefunden oder einen Abonnent oder irgendjemand, wo mal seine Videos kommentiert? Was ist das? Er hat mir einen Link geschickt. Einen Link, jetzt, was ist das? Das ist ein YouTube-Link. Ah, dann gucken wir da mal jetzt gemeinsam rein. Ja? Bin mal gespannt, was das ist. Ich lese doch jetzt da nicht gerade Splatoon 3 Reveal Trailer Nintendo Direct 2021 HD. Lest ihr das da auch? Jetzt bin ich aber gespannt. Moment, drücken wir einfach mal auf Start. Wüste. Und nein, tatsächlich. Select Style. Das ist der Anfang, wo man seinen Charakter aussucht und gestaltet. Nee, nee, nee. Es ist Splatoon. Es ist ein neues Splatoon. Pfeil und Bogen und... Was ist jetzt das? Little Buddy's Turn. Wir haben noch einen Begleiter für unser Spiel. Gut, das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. So ein Pfeil-und-Bogen-Dingens für... Oh nein, das ist der ungestürzte... Das ist ja der Turm im Propolis. Was sieht aus wie der ungestürzte Eiffelturm? Was ist mit dem Propolis passiert? Warum ist da überall Wüste? Ich spiele das letzte Mal auf dem Zeitgeschichte. Ich bin platt. Es ist tatsächlich Splatoon 3. Leute, unsere Gebete wurden erhört. Sie wurden erhört. Schaut euch das mal an. Ich glaube, es gibt wieder neue Herausforderungen für Splatoon. Mal wieder hübsch eigenes Splatoon zu hören. Oh mein Gott. Neue Waffen anscheinend. Und Back into the Ink. Ja, im Jahr 2022. 2022. Das ist ja noch ein Jahr hin. Aber Leute, das sieht richtig, richtig gut aus. Was sagt Kip dazu? Ich wünsche euch was und ja, viel Spaß und noch eine schöne, gute Nacht und guten Tag oder was auch immer. Ich babble nur. Bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss.